nice A Cappella gerade. Okay, da wir gerade so in der A Cappella-Stimmung sind, würde ich mal gerne ein Battle ankündigen, das wir leider nicht auf diese Bühne bekommen. Das würde hier vorne gleich stattfinden. Genau, wir brauchen hier vorne ein quasi bisschen Platz vielleicht. Wir brauchen ab euch. Es gibt einen Rapper. Hier so eine kleine Ich möchte Gasse. Dazu bitte eine kleine Sache hier, loswerden, hier. Ja? Komm du her. 2010, 11, Gier, wann war das? Mit Graffiti. Oh shit. Kennt jemand Graffiti? Sagt euch der Name was. Sever kennt Graffiti. Es gibt einen Rapper, er heißt Graffiti. Ich hab auf jeden Fall sitzt gegen ihn im Rollstuhl. Du hast gegen ihn gebattelt. Und wir denken natürlich, Rappen ist ein Denksport und körperliche Nachteile hindern das gar nicht daran, ein doper MC zu sein. Das habe ich von Graffiti gelernt, der etwas verwundert war, dass, sorry, hier die Getränke. Ein Graffiti, der im Rollstuhl sitzt und verwundert war, dass deine Gegner, Battle-Gegner, ihn versucht haben, mit Samthandschuhen anzufassen. Ja. Denn seine Aussage war, ja, körperlich ist er vielleicht, hat er eine Behinderung, aber er ist ein kompletter MC und hat das Recht, genauso gebattelt werden wie alle anderen auch. Nur eine Sache, nur dass ihr auch ganz kurz, dass ihr ganz kurz Bescheid wisst. Wir hätten ihn auch mit dem Rollstuhl auf die Bühne geholt. Es gibt nur leider keine Rampe, die für dieses Hightech-Gerät ausgerichtet ist, weil es einfach, ja, das kriegst du hier nicht hoch. Nimm mal das Mikrofon und stell dich kurz vor. Was geht ab, Köln? Ich bin... Mein Name ist Rolling G und ich überrolle meine Gegner. Okay. Haben wir einen mutigen MC, der sich jetzt in diesen Cypher-Kreis traut? Also wenn sich keiner freiwillig meldet, dann zwinge ich einen, den ich bei mir hier sehe. Kommt hier! Kommt hier! Komm! Nein, nein. A Cappella ist nicht meins, das wissen die Leute. Ja, wir melden nur auf Beat. So sieht's aus, du bist am Start. Jawohl, wir haben einen mutigen MC. Ich geb dir schon mal das Mic. Gebt euch Respekt! Digga, A Cappella. Kennst du meine legendären BMCL A Cappella Matches? Guck dir die an! Ich hab so viel A Cappella gerappt, ich mach das nie mehr. Ich hab meinen Eindruck schon hinterlassen. Also Jungs, ihr seid ready? Habt ihr euch geeinigt, wer anfängt? Fang du an, Bruder. Okay. Macht einfach euer Ding so, wenn es ein bisschen zu lange geht, dann gebe ich so ein Zeichen von hier oben, ja? Also ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, weil die beiden sind hier unten. Köln, seid mal jetzt alle ruhig! Jo, okay, normalerweise battle ich ja auf Beats. Jetzt das erste Mal A Cappella gegen diesen heftigen G. Läuft bei dir, Brudi? Nein, bei dir fährt. Nein, bei dir fliegt. Digga, was für ein Hightech-Teil, ich bin etwas neidisch. Hat das auch sowas wie eine Hupe, Scheinwerfer, Weitlicht? Ja, oder hier. Oh, Respekt, Digga. Heftig, Mann. Okay. Ist natürlich jetzt ziemlich hart, gegen einen Timmy zu rappen, ihn jetzt hier in meine Tasche zu stecken oder drück ich auf seine Stirn ein paar Zigaretten, was mache ich mit dir? Keine Ahnung, ey, ich frag mal den Gier. Was soll das jetzt hier? Digga, alle glotzen, wie ich den Behinderten penetriere. Wo sind wir hier, Alter? Uges Porno Edition oder was? Scheiß drauf. Ey, kurz am Rande. Er ist behindert, aber wir kämpfen auf Augenhöhe, weil ich fürs A Cappella nicht vorbereitet bin. Er ist zwar behindert, doch wir betteln auf Augenhöhe, weil ich gebe deinem Leben jetzt endlich einen gottverdammten Sinn. Deine Fresse jetzt auf Kamera, auf YouTube, alle gucken verwundert. Was geht ab, Digga? Ich box dich zurück in deinen Bunker. Ja, ich weiß, es ist ehrenlos, einen körperlich Behinderten zu verprügeln, aber du hast selber gesagt, fass mich nicht in Sandhandschuhen an, ihr könnt mich gerne bemühen, könnt mich gerne verprügeln, ist mir scheißegal, ich werde dich jetzt einfach so bügeln. Was geht ab? Du brauchst jetzt gar nicht zu gucken. Ja, Mann, ich werde es einfach auf dich Hurensohn spucken. Okay. Freestyle, nur so am Rande. Okay. Freestyle A Cappella, sehr nice auf jeden Fall. Jetzt auch bitte alle Ohren und Augen hier gerichtet. Köln, seid mir jetzt alle ruhig! Okay, du machst einen auf Killer von morgen, aber ich hab dich flauen hören und bin deswegen behindert geworden, Alter. Okay.
Ruhe, okay. Weiter zuhören, aber war geil. Auf die Bühne steppen, ich hab keine Zeit dafür. Bruder, guck dein Gesicht an, wegen dir wird mein Behindertenausweis erst eingeführt, Alter. Bruder, was für Timmy, ich fick dich sofort, denn ich bin der Rap des Stephen Hawking. Bruder, du hast ein erbärmliches Leben. Bruder, mein Rollstuhl ist mehr wert als dein Leben. Dieser Pisser macht mir einen auf Rapper, ich kann es kaum glauben. Bruder, ich hab dich gehört und konnte vor Lachen nicht mehr gerade auslaufen. Du gegen mich, natürlich bin ich der Bessere. Ich fick deine Freundin auf die Behindertentoilette. Und dann ist sie auf meiner Höhe. Weißt du? Aber ey, weißt du, was das Problem ist? Selbst im Sitzen haben die und du keine Würde, Alter. Bruder, was ist los mit dir? Geh mal trainieren, du Kackstreifen. Du bist ja breiter als mein Ersatzreifen, Alter. Ey, ja, die machen Behindertenwitze. Soll ich euch mal was sagen? Ich habe eine Auschwitz-Flatrate. Trotzdem dreh ich mit deiner Frau ein Sextape, Alter. Hast du noch Lines, oder? Ja, ja. Okay. Dann lassen wir ihn erstmal noch eine Runde antworten. Bitte Applaus für die erste Runde von den beiden. Dann bitte jeder noch eine Runde. Let's go. Ja, okay. Ich muss eingestehen, der Timmy hier hat mir ordentlich gegeben. Doch nach 200.000 Klicks auf YouTube, 10.000 Hate-Kommentaren, 50 Droh-SMS habe ich langfristig gesehen immer noch das entspanntere Leben. Ja. Leute, es ist Battle! Es ist Battle! Ist doch nur Rap, Leute! Entspannt euch, entspannt euch! Mach mal Lärm für den! Ist doch nur Rap, Alter! Er kommt hier an in seinem Rolli mit vorgeschriebenen Lines, denkt, er wäre jetzt so mega am Start und steppt jetzt am Mic. Ach nee, geht er nicht. Okay, ist jetzt so übertrieben bereit und rollt hier ans Mic, Bremsfunktion rein. Hab ich nicht. Ich dagegen komme vollkommen spontan, komm runter auf dein Level, um dich nicht vor, wie viele sind hier, Alter, 500 Leuten zu blamieren, weil keiner gegen dich battlen will, weil alle Angst haben, gegen einen körperlich eingeschränkten den Battle zu verlieren, ihr Pisser. Keiner hat hier die Eier, gegen ihn anzutreten. Aus der Angst vor seinem eigenen Ruf. Ich rap nicht nur in der Booth, sondern auch gegen diesen möchtegern körperlich eingeschränkten Ruf. Macht keinen Sinn, weil er kein Kenneck ist und kein Bart hat. Aber scheißegal, ob Kabul oder Bagdad. Was geht ab, Mann? Ey, ich rap hier im Taktgrad. Zwar auf A Cappella, doch DJ P trägt gleich die Plattenteller. Und dann bekommst du hier gleich erstmal einen weiteren Fick in den Arsch. Und zwar ebenfalls wieder Freestyle A Cappella. Okay, letzte Lines. Digga, nehmt euch an ihm und auch an mir ein Beispiel. Weil obwohl wir aus unterschiedlichen Welten kommen, wir uns gegenseitig zerficken, an die Bar gehen und zusammen ein Bier trinken. Bruder, nach der Veranstaltung lade ich dich ein. Heftiger Typ, mach mal Lärm. Applaus bitte. Und jetzt die zweite Runde bitte. Bruder, ich mag dich, aber was soll ich über dich vorzureden? Du sollst mich betteln und du fängst an, mir Props zu geben, Alter, was denn los? Ja, du hast recht, ich würde aus Respekt vor dir aufstehen, aber das geht nicht. Ah nee, warte mal, würde ich eh nicht, weil du so schlecht bist. Okay, guck, ich spritze deiner Mutter von unten in die Fresse, Mann, und sie fühlt sich wie beim Sektempfang. Yeah. Ey, und ich bekam einen Anruf von Drop.
Er sagte mir, fix seine Mutter jetzt gleich, Mann. Aber vorher musste ich Drop noch durch den McDrive fahren, Alter. Und er wollte alles komplett. Ich gehe mit seiner Mama im Bett und sie zieht sich sogar freiwillig aus. Ich bin zwar behindert, doch da scheißt sie darauf. Weil ich potent bin, wie ihr alle zusammen. Dicker, hallo an den Kameramann. Sei mal leise. Okay. Ich häng dich an deiner Nike-Cap auf und ich fick dich und deine scheiß Ex-Frau. Okay, nein. Weil du mir einfach unsympathisch bist. Nein, Spaß. Aber, Bruder, ich überfahre dich. Was? Letzte Lines. Okay. Nur weil ich im Chefsessel sitze, kommt deine hässliche Bitch und will sich da draufsetzen. Ey, ich kann leider nicht auf die Bühne draufsteppen, aber das brauche ich nicht, weil du bist ein Taugenichts. Was kannst du denn schon? Das ist ein Behinderten mit einem Timmy-Vergleich? Alter, die 10 Leute, die vor dir damit angefangen haben, die haben mich gerade angerufen und dachte mir und haben gesagt, Alter, was ist das denn? Bruder, du willst einen Behinderten betteln? Vielleicht bist du noch nicht über 18 mit deinen gefakten Barthaaren. Okay, Köln, macht mal bitte Lärm für beide MCs. Ey, macht Lärm für den Jungen. Ey, ganz kurz. Das erfordert so viel Eier, sicher von mehreren Leuten und keine Ahnung wie vielen 10.000 Leuten auf YouTube hier hinzukommen und das zu machen. Ey, ohne Scheiß, macht Lärm für den Jungen. Ich feier den, Alter. Ich feier dich auch. Geiler Typ. Hi, wie geht's dir? Gut und selbst? Ja, auch gut. Wie fandst du den Abend heute? Du bist ja Erfolg gehabt. Wie empfindest du das? Hammer auf jeden Fall, dass die Newcomer noch eine Chance geben und so. War auf jeden Fall eine mega Bühne. Du warst sehr gut vorbereitet auf jeden Fall, ne? Ja, geht so. Die Crowd war total auf deiner Seite. Das freut mich, das hört man gerne. Kommst du wieder? Auf jeden Fall. Und hat dir gefallen auch der Abend? Ja, auf jeden Fall, 100%. Kommt alle hier hin. Hast du von Top Tier Takeover vorher schon mal gehört? Ja, oder? Tatsächlich schon. Ja. Ich habe das verfolgt, wie der Kanal umbenannt wurde und so weiter. Da habe ich alles bekommen. Warst vorher auch schon Fan? Ja, klar. Okay. Danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall.